Zuschauerinnen und Zuschauer. Früchte und Gemüse von Coop Naturaplan aus biologischem Anbau kommen einem zunehmenden Bedürfnis nach naturbelassenen und genussvollen Produkten entgegen. Damit der Genuss aber auch tatsächlich auf den Teller kommt, sollte man das Gemüse von Coop Naturaplan nach dem Einkaufen möglichst schnell und schonend zubereiten. Beim Lagern gehen wertvolle Vitamine nämlich ziemlich rasch verloren, wie die Tabelle eindrücklich zeigt. Grüne Bohnen zum Beispiel verlieren im Kühlschrank nach einem Tag 25% vom Vitamin C. Im Keller sind es schon 40% und in der Küche bei Zimmertemperatur sogar 55%. Noch mehr Vitaminverlust kann es beim Zubereiten und Kochen geben. Wie man das vermeidet, weiss der Armin. Frisch einkaufen, frisch zubereiten und frisch geniessen ist A und O zum Erhalten der Vitamine und natürlich auch dem Geschmack der Gemüse. Grüezi miteinander. Wenn man das Gemüse mal nicht sofort braucht, sollte man es darum unbedingt im Kühlschrank oder kälteempfindliche Sorten im Keller aufbewahren. Beim Waschen und Rüsten darauf achten, dass man es nicht im Wasser liegen lässt, weil sonst Vitamine ausgelaugt werden. Frisches Gemüse braucht es heute auch im Rezept, gell Armin? Richtig. Es gibt nämlich einen lauwarmen Gemüsesalat mit Kokos-Ingwer-Sauce und das geht so. Frische Bohnen und Käfer rösten und in wenig Salzwasser oder noch schonender im Dampf- oder im Dampfkochtopf knackig kochen. Spinat oder Lattich waschen, Peperoni entkernen und auch in Streifen schneiden. Frühlingszwiebeln rösten und mit samtem Kraut in Ring schneiden. Sojasprossen kalt überbrausen und sehr gut abtropfen. Dann mit den Bohnen, den Käfen und dem übrigen Gemüse vermischen. Für die Soße Peperoncino-Streifen, gepressten Knoblauch, Ingwer und Kokosraspeln in ein Pfändchen geben. Wasser, Aceto Balsamico, Essig und Öl beimischen. Mit Pfeffer und Salz würzen und kurz aufkochen. Leicht abgekühlt über den Salat geben. Gut durchmischen und sofort noch lauwarm servieren. Das Rezept für den lustigen Salat steht wie immer in der neuen Coop-Zeitung. Einen guten! Besten Dank, Armin. Dann kommen wir jetzt zum Wettbewerb für unsere Zuschauer hier im Studio. Die Frage hat gelautet: Wie kann man das Gemüse möglichst schonend zubereiten? Im kochenden Wasser, im heißen Fett oder im Wasserdampf? Die richtige Antwort herausgefunden, nämlich im Wasserdampf. Und damit zwei Tageskarten für die Expo 02 mit Verpflegung im Restaurant Bio Tavola gewonnen hat die Frau Irene Reinhardt. Herzliche Gratulation. Nochmal zurück zu unseren Vitaminen. Beim wasserarmen Garen und beim Garen im Schnellkochtopf ist der Vitaminverlust wesentlich geringer als beim herkömmlichen Kochen im Wasserbad. Verschiedene Kochgeschirr von Coop und Kuhn Rikon für die vitaminschonendste Zubereitung und zum Energiesparen offerieren wir Ihnen zurzeit zum Aktionspreis. Der Duramatic Schnellkochtopf zum Dampfgaren unter Druck ist 20% günstiger. Der Coop Pasta Gemüsetopf mit Sebisatz ist 20 Franken günstiger. Und der Coop Dampfaufsatz passend zu den Inox Classic und Prestige Kasserolle ist jetzt 5 Franken günstiger. Das ist es für heute. In einer Woche zeigen wir Ihnen, woher die Biobaumwolle für die Coop Naturalein Badzimmerwäsche kommt. Es wäre schön, wenn Sie dann auch wieder dabei wären. Weiterhin einen schönen Abend und auf Wiedersehen.